Und wieder mal ein Länderspiel an den Kommentatorenmikrofonen Mani Beugmann und Frank Buschmann. Ich glaube, damit haben auch die Spieler kein Problem. Sie sind einfach die Favoriten heute. Ja, überhaupt keine Frage, unterschreibe ich, Mani, aber wir haben schon oft Favoriten straucheln. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Er ist drin! Da ist Christian Paulsen. Gut abgefangen hat er da den Ball. Lukas. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Weiter Rangelei um den Ball. Jetzt haben sie die Möglichkeit, endlich mal wieder nach vorne zu gehen. Keine Anspruch gehalten, aber noch heiß. Der könnte passen und der ist drin. Tor! Und wie er den Ball genommen hat. Unglaublich, unglaublich dieser Abschluss. Ja, da kann der Keeper nicht festhalten. Und wo fällt die Kugel hin? Genau vor die Füße des Stürmers. Und der schiebt ein. Ja, das geht ja gleich gut los hier. Es gibt Freistoß. Da war doch die Gesundheit des Spielers in Gefahr. Und er kriegt nur gelb, der andere. Dafür muss er normalerweise vom Platz. Überhaupt keine Frage. Dafür gehst du in 99% der Fälle runter. Und per Kopf. Den hat er jetzt nicht sauber erwischt. Lucio. Tja, so kann's gehen. Natürlich wollte er das ganz anders machen. Natürlich. Aber so wird sein Eigentor. Ein Selbsttor. Oh, das muss nicht sein. Aber es passiert halt immer wieder. Ja, und wir müssen uns natürlich trotzdem noch mal anschauen. Und es bleibt dabei, das sieht doof aus. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht gleich aus dem Konzept bringen lassen. Alexandre Pa. Erstmal nur abgewehrt. Alexandre Pato. Kann den Ball nicht festhalten. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Jetzt kann er vielleicht mal selbst einen Angriff aufziehen. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Robinho. Ach nee, das ist doch viel zu weit weg vom Tor. Tja, davor muss man nicht unbedingt zittern als Torhüter. Niklas Bendtner. Zweikampf um den Ballbesitz. Lukas. Robinho. Setzt sich schön durch. Er hat es alleine versucht, aber er ist gescheitert. Sie sehen, wo er einwirft, also wenn er weit werfen kann. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Und schon wieder Eckball. Klasse Vorlage. Tja, die war doch nicht so gut, die Flanke. Niklas Bendtner. Ja, da sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Schöner Pass. Ja, war ein schöner Versuch.
Das wäre das zweite gewesen. Ja, kann ja noch kommen, kann ja noch kommen, aber das war eine gute Chance. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Ganz sicher vom Keeper. Und der kommt genau an. Macht er ihn rein? Toll, wie er das macht. Und? Meine Güte, hat er den verzogen. Ja, und vor allem, wie stellt er sich denn da? So kann das nichts werden. Schön mit dem Kopf. Zur Pause können wir uns nicht beklagen. Es ist Spannung drin. Es sind auch ein paar Tore gefallen. 2:1 steht es hier. Sie haben versucht, sich selber zu schlagen und liegen trotzdem in Führung. Also das ist wirklich sehr interessant zu beobachten. Auch solche Rückschläge schmeißen sie nicht aus der Bahn. Das ist eine beeindruckende Vorstellung. Der Unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Herrliche Flanke. Jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Ein saublödes Eigentor. Da wird er stinksauer sein. Oh Gott, das sah aber blöd aus jetzt. Ja, aber das ist ja schon den allergrößten passiert. Kann eben mal passieren. Um Himmels Willen, das war ein kurioses Eigentor. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Den hat er gut abgeblockt. Lukas. Ja, sind wir denn hier im Rugby? Der geht wirklich ein paar Meter über die Querlatte. Niklas Bendtner. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse Zuspiel. Da könnte was draus werden. Die Nerven, die Nerven. Meine Güte, das Tor ist leer. Ja, unglaublich. Also, wie geht das denn? Ah, über die Flügel, da soll jetzt mehr kommen. Das ist eine riskante Sache, im 16er so zu attackieren. Das ist die Vorteilsregel, es geht weiter. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Schuss und den Ball, den kannst du. Der Ball prallt vom Pfosten ab, ist aber noch im Spiel. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Ist das die englische Spielweise? Der kriegt für diese Aktion nur gelb. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Also das ist normalerweise eine klare rote Karte. Das Bällchen ist noch heiß. Ja, so eine Chance bekommt er nie mehr wieder. Das war knapp. Pass raus auf den Flügel. Wird angeschossen und der Ball trudelt ins Aus. Es muss einen Wurf geben. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Den hat er ganz, ganz sicher unter Kontrolle. Super Leistung. Ja, aber das war natürlich auch eine erhebliche Distanz. Da wird zum Eckball geklärt. Die Abwehr fängt die Flanke ab. Muss Einwurf geben. Dafür kennt man ihn.
aus der Distanz. Da kann er gut schießen. Und Doppelpack. Der Keeper sagt No, Frank. Und das mit einer richtig guten Parade. Logisch, das muss Eckball geben. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Und jetzt startet der Kollege durch. Das macht er sicher und souverän. Gibt Einwurf. Alles noch offen in dieser Begegnung. Das Spiel ist eine Wundertüte. Die Schlussphase ist angebrochen. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das sah gar nicht schlecht aus, aber jetzt sind die anderen wieder am Ball. Eine gute Position für einen, der über einen weiten Einwurf verfügt. Ein sehr schöner Pass. Das hat er stark gemacht. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Hat er noch ein paar Asse im Ärmel, der Trainer? Er bringt nochmal einen neuen Mann. Lucio. Dani Alves. Lukas. Ey, das war ganz, ganz eng, wenn der Ball durchgekommen wäre. Das hätte die Entscheidung sein können. Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Ball im Aus, gibt Einwurf. Robinho. Sie machen Druck, das kann ja nicht mehr lange dauern. Dann fällt er, der Führungstreffer. Und die Frage, die sich nach genau dieser Aktion stellt, kommt so eine Riesenchance noch mal wieder? Ja klar, dass das ärgerlich ist. Das war die Möglichkeit, hier den Sack zuzumachen. Und mit dem Eckball gibt es die Chance, hier doch noch mal in Führung zu gehen. Ecke, Tor, so hätten sie es gerne. Aber jetzt hat der Gegner den Ball. Und nochmal Eckball. Und mit dem Kopf hat er es gemacht. So, jetzt liegen sie in Führung. Immer schön vorsichtig mit den Superlativen. Aber Frank, das ist eine Sensation. Ja, und das ist zum einen ein klasse Tor und zum anderen hätte ich das im Leben nicht gedacht. So, das muss es jetzt doch sein. Das hier muss es sein. Das können Sie sich eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Hand, das lässt der Schiedsrichter nicht durchgehen. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn. Fällt. Nochmal pfeift der Schiri. Kein Tor, kein Aus, kein Foul. Es ist der Schlusspfiff. Unentschieden, habe ich gedacht. Ich hatte schon einen Strich drunter gemacht.